Einen wunderschönen guten Abend, meine werten Ladies and Gentlemen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, euer Sankura alias Ramon hat nämlich eine schöne Ankündigung für euch. Denn am 28. Mai um 19 Uhr live auf Twitch werden wir uns ein neues MMORPG aus dem Hause Neowitz angucken. Und zwar geht es hier um Bless Online. Ein normales Standard-AAA-MMO, wenn man so sagen möchte. Natürlich mit einer Vielzahl an Erneuerungen, denn das Spiel hat es über die Jahre nicht leicht gehabt. Es ist eine überarbeitete Version jetzt. Es geht hier um die besondere Steam-Version, wo man jetzt natürlich nur pauschal ein paar Infos bekommen hat. Über vieles weiß man schon Bescheid. Eins steht wohl fest, es soll an der Stelle nicht Pay-to-Win werden. Aber das und vieles mehr werden wir uns dann selbst anschauen. Am Montag, ja, um 19 Uhr, den 28.05. Seid mit dabei, live auf Twitch, natürlich unten in der Beschreibung der Link zu meinem Kanal. Und anhand dieser wunderschönen Gameplay-Szenen kann ich euch ja schon mal ein paar Sachen verraten. Es ist natürlich wie in einem MMO gegeben, in der Hinsicht ein MMO, was zwei Fraktionen haben wird. An der Stelle ganz vorsichtig für die ganzen eingefleischten PvEler unter euch, denn das Spiel hat den Fokus sehr auf PvP gelegt. Das heißt, wir werden uns ganz schön zerhacken, wahrscheinlich schon direkt am Montag, je nachdem wie weit wir kommen. Der Fokus wurde sehr aufs PvP gelegt und wir starten mit 5 Klassen. Es sollen später noch mehr Klassen hinzukommen, das ganze Spiel ist noch in der Early Access Phase. Aber der Guardian, der Tank, ist schon mit dabei. Natürlich wiederum an seiner Seite der Paladin, ein Heiler. Und wiederum 3 Schadensausteiler, DDs, Damage Dealer. Und zwar ist es der Berserker, der Ranger und der Magier. Tja, und damit seid ihr herzlich eingeladen. Wie gesagt, live auf Twitch am 28. am Montag um 19 Uhr geht es los mit Bless Online. Ich werde nicht alleine sein, es sind noch ein paar andere nette Leute mit dabei. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch mit dabei seid. Bis dahin.